Celis Welt hat sich auch eine riesen Aquaanlage, eine Aquaponikanlage gebaut. Haben auch ein Video drüber. Real Talk, sollen wir uns das echt anschauen? Hier steht's sogar tatsächlich. Aquaponik 2.0 Revolution. Wir werden Landwirte. Oh, Stones Nature. Warte mal, damit ihr es sehen könnt. Hier Stones Nature, den haben wir uns ja letztes Mal schon angeschaut. Der hat ja das Video auch gemacht mit dem Vorschlag für den Box-Hinterhof, dass wir ja auch eine Aquaponikanlage bauen könnten oder ich im Hinterhof. Und er reagiert darauf. Es ist nur eine Minute länger. Es ist die Frage, gucken wir uns jetzt das Ganze von jemandem an, der sich mit dem Bereich auskennt und ziehen uns dann direkt diese Meinung rein? Oder wir gucken uns das pure Video einfach mal rein. Ich gucke das jetzt einfach mal unvoreingenommen und unwissend. Also, Aquaponik 2.0 Revolution, wir werden Landwirte von Sallys Welt. Ja, mal schauen. Aber Moment mal, ist das jetzt ganz woanders oder ist jetzt also Sallys Welt jetzt irgendwo hier neben oder so? Weil das ist ein großes Grundstück. Und laut ist es. Hallo, herzlich willkommen zu Hi. Sallys und Murats Welt. Ja. Wir stehen jetzt gerade bei uns hier im Garten und ich muss sagen, wir sind gerade so an der letzten Ernte. Also die letzten Tomaten wurden geerntet, mein Chili wächst noch, aber ich muss sagen. Sehr schöner Baum da hinten, der gefällt mir sehr, sehr gut. Immer dieser japanische Flair finde ich immer geil. Also mich erinnert es an einen japanischen Garten, ne? Dass mein Garten jetzt wohl oder übel leider in den Winterschlaf verfällt. Ich weiß aber auch, dass wenn ich jetzt hier perfektere Bedingungen hätte, also dass ich praktisch mehr Wärme hätte. Ist von Anfang Dezember 2020, ne? Ein Glashaus hier drumherum, Mehr würde Sonne. mehr Sonne, würde ich hier sogar es wirklich noch schaffen, dass meine Erdbeeren, die jetzt auch bis vor kurzem noch gewachsen sind, meine Tomaten und alles, was hier Sonne und Wärme und Licht und Wasser braucht, eben auch länger wächst. Kann ich natürlich jetzt hier in meinem Garten nicht machen, aber vielleicht habt ihr es ja schon in der einen oder anderen Story mal mitbekommen. Wir gehen jetzt tatsächlich unter die Landwirte. Also wir werden Landwirte. Ja, wir machen was richtig Revolutionäres und das Thema beschäftigt uns seit 3 Jahren. Und seit 3 Jahren, wenn man auf den Stories folgt, auf Instagram, weiß, dass wir hier an etwas ganz, ganz Heißem dran sind. Das ist wirklich etwas Revolutionäres, was die Landwirtschaft Ah, revolutioniert. der Murat ist halt so richtig am Vermarkten, so, ne? Aber was wir hier machen, ist was ganz, ganz Heißes. Es ist wirklich was Revolutionäres. Also, das ist halt so richtig Verkäufer immer, ne? Kann in Deutschland und auf der ganzen Welt. Weil wir haben ein System entwickelt, man nennt es die Aquaponik, wo jedem helfen könnte und auch Hilfe zur Selbsthilfe finden könnte. Das heißt, wir können Menschen helfen, ihr Gemüse regional das ganze Jahr über anzubauen. Wir könnten die Problematik mit dem Wasser haben, weil momentan ist es auf der Welt überall so, wenig Wasser, wenig landwirtschaftliche Flächen stehen zur Verfügung. Und wir haben hier einen Problemlöser gefunden, wo wir in den nächsten Jahren wirklich was erreichen könnten. Das klingt aber wirklich ganz schön große Töne so, ne? Wie, ich will uns ja jetzt nicht überhypen, aber wir haben hier was erfunden, auf das die Welt so nur gewartet hat. Da hat der Papa sich hier im Garten aber mal was überlegt, da kann sich der ein oder andere eine Scheibe von abschneiden. Er hört sich fast so an, als hätten sie es erfunden. Wenn es jetzt normales Aquaponik ist, dann klingt es ein bisschen so, ja. Es ist so genial, dass wir auch anderen Menschen in anderen Ländern helfen könnten damit. Ja, und vielleicht noch eins vorweg. Also man muss dazu sagen, wir machen jetzt der Landwirtschaft hier in der Region oder auch überregional keine Konkurrenz. Es ist eher eine Ergänzung und eine Optimierung. Und ich würde sagen, wir nehmen euch jetzt einfach mal mit. Wir reisen ganz kurz, aber die Reise ist gar nicht so lang, denn wir bleiben in Waghäusel und Genau. fahren einfach nur 2, 3 Kilometer. Und das ist ja nur regional. Und das, was wir machen, das kann jeder machen. Ja. Und das wollen wir euch jetzt zeigen. Kommt, wir gehen. Ja. So. Wir sind jetzt hier immer noch in Waghäusel, nämlich ungefähr 2 Kilometer Luftlinie von unserem Zuhause entfernt. Und hier hinter uns seht ihr auch schon ein Gewächshaus. Aber das ist kein normales Gewächshaus, sondern hier betreiben wir die Aquaponik 2.0. Ja. Und zwar ist die Also uns wurde vorgeschlagen, also mir wurde vorgeschlagen, Aquaponik zu machen, sprich, um das nochmal kurz Revue passieren zu lassen. Das war, glaube ich, irgendwie, man hat zum Beispiel, also man hat einen Teich mit Fischen, die natürlich Dreck produzieren und dieser Dreck wird genutzt, um Pflanzen zu düngen. Also sowohl das Wasser vom Teich, glaube ich, als auch der Dreck fungiert dann als Dünger für Pflanzen, wie beispielsweise Zucchinis, Tomaten oder sonstiges, was man dann letztendlich essen kann. Das ist ja letztendlich der Kreislauf der Natur. Unsere
Ausscheidungen, so hart das auch manchmal klingt, in jeglicher Form, also durch Luft oder sonstiges, führen ja dazu, dass Pflanzen wachsen und die verwerten das dann wiederum. Und das, was die Pflanzen verwerten, also das, was dabei rumkommt, sei es jetzt irgendwelche Früchte, irgendwas Gemüsemäßiges oder halt auch eben Sauerstoff durch Photosynthese, das können wir dann wiederum verwerten. Das ist grob zusammengefasst der Kreislauf der Natur. Und die machen jetzt nicht nur das an sich, sondern anscheinend 2.0. Also da wird anscheinend noch ein i-Tüpfelchen, eine Kirsche auf der Sahnetorte oben draufgesetzt. Und jetzt der entscheidende Punkt für uns. Was ist denn jetzt noch besser als das, was wir eh schon darüber wissen? Das kennt man ja im Prinzip auch schon. Da sind jetzt wenig die Erfinder davon. Ja. Aber wir haben die Aquaponik einfach ein bisschen optimiert. Und zwar ist eine Aquaponik die Zusammenkunft oder einfach der Zusammenschluss zweier Berufe. Nämlich zum einen die Aquakultur, das heißt die Fischzucht. Genau, der Fischbauer. Der Fischbauer. Und die Gemüsekultur, nämlich der Gemüsebauer. Die Hydroponik. Und wenn man die Aquakultur und die Hydroponik zusammennimmt, gibt es die Aquaponik. Genau, und wir haben dann noch einen draufgesetzt, und zwar um Aquaponik 2.0, weil wir trotzdem noch mit Erde arbeiten. Bei der Aquaponik ist es nämlich so, dass die Fische und Pflanzen voneinander profitieren. Sie sind also in einem ökologischen, geschlossenen Kreislauf, in dem eben nichts verloren geht. Die Ausscheidungen der Fische, die dienen den Pflanzen als Dünger. Und die Pflanzen reinigen das Wasser für die Fische. Es ist irgendwie cool, auf der anderen Seite aber irgendwie so ein bisschen krankhaft. Also ich will, Moment mal, ich will hier keinem was unterstellen, aber mein Gedanke war gerade so, wie krank ist es eigentlich? Wir als Menschen haben verstanden, gewisse Tiere haben Ausscheidungen, davon profitieren Pflanzen, also bauen wir uns was. Anstatt dass die Biologie, also dass es so bleibt, bauen wir uns so Konstrukte und so. Das hat so was Futuristisches irgendwie. Das ist so Science-Fiction-mäßig. Wisst ihr so ein bisschen, was für ein Vibe ich gerade verspüre? Damit es klappt, helfen Bakterien. Sie wandeln nämlich das hochgiftige Ammoniak, also aus den Exkrementen der Fische, in Nitrate um. Die Nitrate dienen den Pflanzen dann als Nährstoffe und werden über die Wurzeln durch das nährstoffreiche Wasser aufgenommen. Kennen wir aus der Aquaristik, ne? Das Nitratwasser ersetzt... Das ist der Fisch von den Simpsons, anscheinend, ja. ...sozusagen komplett die Erde. Die Pflanzen nehmen die Nitrate auf und klären somit auch wieder das Wasser. Und dieses kann dann ganz sauber wieder an die Fische weitergeleitet werden. Das Wasser wird also immer wieder benutzt und bleibt in diesem geschlossenen Kreislauf. Das ist sozusagen die Aquaponik. So einfach, wie es eigentlich jetzt in der ganzen Bebilderung war, ist es natürlich nicht. Und wir bauen wirklich gerne Pflanzen. Ihr folgt ja unseren Videos und ihr wisst ganz genau, Garten ist bei uns was Heiliges. Ja, ist auch unsere Leidenschaft. So unsere Leidenschaft und wir bauen das auch gerne an. Aber eine Aquaponik, da braucht man ein bisschen Erfahrung. Und natürlich, ich habe das mal in einer Sendung gesehen, war dann so überrascht vor 3 Jahren und habe mir gesagt, ich habe mal ein bisschen mehr darüber recherchiert. Und beim Recherchieren im Internet bin ich eigentlich immer auf eine Person gestoßen. Eigentlich, egal welchen Artikel ich gemacht habe, bin ich immer auf diesen Peter Winkler gestoßen. Immer Peter Winkler. Ne, Peter Winkler ist nicht Rainer Winkler. Macht ein Entwicklungsprojekt in verschiedenen Ländern, war schon in Afrika, war schon in der Türkei, hat Wichtiger schon Aquaponikanlagen aufgebaut. Und den habe ich dann eigentlich kontaktiert. Und der hat sich dann wochenlang nicht gemeldet, bis ich ihn zu Hause aufgelauert habe und ihm von meinem Projekt erzählt habe, weil wir möchten ja, uns ist ja nicht langweilig. Also wir haben genug zu tun jeden Tag mit dem, was wir gerade machen. Aber es gibt auch Dinge, wo man die Welt verändern kann. Ja, ich meine, bei dieser Aquaponik geht es ja nicht nur darum, dass wir zu Hause, wir als Team und als Waghäusel Gemüse haben oder Fisch haben, sondern es geht ja darum, man kann ja damit wirklich die Welt verändern. Ja. Du kannst ja im Prinzip Lebensmittel dort anbauen und dort erschaffen, wo die Menschen sich nicht selber versorgen können. Genau. Und sozusagen habe ich dann, wie gesagt, Peter angesprochen, ob er uns da helfen könnte, bei diesem Riesenprojekt das Ding auch zu skalieren und es auch in die Welt zu tragen und euch das auch zu zeigen, wie man das zu Hause selber machen könnte und damit einen Beitrag zum Umweltschutz macht und natürlich auch zur Ökologie. Ja, ja. Und deswegen? Ich denke immer wieder viel zu viel noch über andere Themen, aber ich finde es so interessant, wie Sally es schafft, Sachen darzustellen und wie sie das auf ihre Art macht und wie Murat das macht. Murat ist so total der Geschäftstyp, so man merkt das so krass, wie er so verkauft und wie er so rational und selber, wie kann man gut darstellen und so. Es wirkt sehr so, ich weiß nicht, so ein bisschen, ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie das Wort so geplant ist. Also Sally schafft das so viel, so warmherziger so rüberzubringen irgendwie, ne? Ich finde das total interessant, diese Kombination, weil die so sehr unterschiedlich sind, obwohl die wahrscheinlich das gleiche Interesse haben, sagen wir es mal so, ne? Es ist irgendwie so, ich finde das irgendwie interessant, das mir gerade so anzuschauen. Keine Ahnung, ist unnötig wahrscheinlich. Stehen wir hier, wie gesagt, vor diesem Gartenhaus, vor diesem, wie heißt das? Gewächshaus, Sally.
Und deswegen stehen wir jetzt hier vor diesem. Ganz komplex, aber vergessen, dass es ein Gewächshaus ist. Aber sonst ist es sehr kompliziert. Deswegen stehen wir jetzt hier vor diesem Gewächshaus. Und dieses Gewächshaus, so wie es hier steht, ist sozusagen unsere Testanlage. Das heißt, es wird experimentiert, es wird ausprobiert, welches Gemüse kann man anbauen, wie viel kann man anbauen, wie ist der Ertrag. Und sowas kann man wirklich bei sich daheim im Garten aufbauen, aber eben auch zum Beispiel in Entwicklungsländern. Genau, und hier war noch nie ein Kamerateam, auch nicht Galileo, war auch noch nie hier. Und weil es top secret ist und wie gesagt, seit 2 Jahren steht diese Anlage hier, wie die Sally gesagt hat, hier machen wir die krassesten Experimente, natürlich ohne Tierversuche, ohne Tierleiden, habe ich auch recht? Ja, und der Peter, der ist schon seit über 10 Jahren, muss man auch dazu sagen, in der Aquaponik tätig, das heißt, der hat wirklich die Erfahrungswerte. Ja. Ich würde sagen, kommt, wir gehen jetzt einfach mal rein, oder? Ja, ja, von mir aus können wir reingehen. Danke. Hallo Peter, wir sind da. Eieiei. Da sind jetzt die Rohre und da läuft quasi das Fischwasser durch und die Pflanzen sind einfach nur da reingesteckt. Brauchen die Pflanzen denn überhaupt Erde? Wahrscheinlich nicht, die Wurzeln hängen einfach in dem Nährstoffwasser quasi dann drin, ne? So, das ist jetzt Peter Winkler und zwar ist er der Cristiano Ronaldo der Aquaponik-Branche oder der Borussia Dortmund der Aquaponik-Branche. Wieder gut vermarktet, Murat. Der Peter ist eigentlich... Salat hauptsächlich. Studierter Theologe. Ach so. Und Sozialarbeiter. Das passt natürlich prima zu mir. Sozialarbeiter habe ich oftmals zu tun gehabt in meiner Jugend. Und Theologe ist, wichtig ist immer, dass Gott einem beiseite steht. Also habe ich genau 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen, indem der Peter uns zugesagt hat, dass er uns bei unserem Projekt hilft, diese Aquaponikanlage zu bauen. Diese Aquaponikanlage, die wir jetzt hier haben, ist eigentlich eine ganz, ganz simple Anlage, also wirklich low budget. Das heißt, diese Anlage könnte sich jeder leisten. Jetzt wird keiner so eine große Anlage bauen. Niemand wird das machen. Wir haben hier ungefähr ohne das Zelt jetzt hier eine Investitionskosten von ungefähr 3.500 Euro. Und wir haben es extra so gemacht, dass es eine Anlage ist, wo man überall auf der Welt herstellen könnte oder aufbauen könnte. Das hat verschiedene Hintergründe. Der Peter hat schon mit vielen Studenten, mit vielen Universitäten... Peter hat ein bisschen Peter-Lustig-Vibe, so ein bisschen, ne? ...diese Anlagen aufgebaut, hat auch schon Entwicklungshilfe in Kenia, in Indonesien geleistet und er weiß, was er hier macht. Und unsere Intention ist es natürlich, Aquaponik noch bekannter zu machen und auch etwas zu erzeugen. Peter, deine Intention ist Aquaponik. Was ist dein Ziel, was du erreichen möchtest mit der Aquaponik? Also mein Ziel ist, dazu beizutragen, dass weltweit, wenn möglich, Lebensmittel nachhaltig produziert werden können durch die Aquaponik. Vor Ort. Sprich Fisch und Gemüse. Ja, genau. Fisch und Gemüse, ne? Ist immer interessant, dass nur Fische und Gemüse eine Rolle spielen, dass jetzt gar nicht um Fleisch an sich immer geht bei der ganzen Geschichte. Wenn man sich jetzt mal überlegt, dass man ausschließlich nur so davon leben würde, würde ja funktionieren. Und ich denke mal, jetzt können wir den Zuschauern mal zeigen, wie so eine Aquaponikanlage. Ich war bei denen noch nicht, nee. Und was unsere Aquaponikanlage so besonders macht. Da fehlt noch die Solaranlage, die das Ganze auch noch ökologisch besser macht. Aha. Ja. Oh, da kenne ich mich auch wieder nicht mit aus. Es gibt auch viele, die sagen, irgendwann sind die nicht mehr so effizient und dann vielleicht auch nicht mehr so nachhaltig. Aber das glaube ich wahrscheinlich. Also ich glaube es jetzt gerade nicht, aber ich weiß es nicht. Aber das lebt doch auch zu größten Teilen. Ich meine, das ist ein Gewächshaus. Einfach auch, wenn jetzt nicht gerade Winter ist, wie da jetzt von der Sonne, ne? Würde ich mal sagen. Fisch ist ja Fleisch. Ja, oh, du weißt doch, was ich meine. Hier auf eine ganz, ganz einfache Art und Weise. Rotes Fleisch. Kunststofftanks. Und hier drin befinden sich Fische. Hier können wir eigentlich jeden beliebigen Süßwasserfisch nehmen. Momentan haben wir den südafrikanischen Wels, weil der eigentlich, wie soll ich sagen, ein ganz, ganz einfacher Fisch ist und der wird auch riesengroß. Ihr merkt schon, jetzt würde ich ihn mal gern füttern. Jetzt seht ihr mal, was jetzt gleich passiert. Das war so ein Bart. Ui. Wahnsinn, oder? Da habe ich jedes Mal einen Schock. Jedes Mal einen Schock. Wahnsinn, wie so Saugroboter. Wenn der Karl-Heinz hier reinkommt und er sinkt, dann kommen die von alleine schon hoch, gell? Und das besondere Fisch ist, das heißt, Aquaponik ist eine Fischzucht. Wir haben es jetzt in ganz einfachen Behältern drin, später werden das richtige große Bottiche. Man kann ja verschiedene Fische reinmachen, zum Beispiel Tilapien kann man reinmachen, man kann sogar Forellen reinmachen. Und die kann man später natürlich auch verarbeiten. Die kann man dann zu Fischfrikadellen verarbeiten, zu, was gibt's noch, Peter? Was haben wir schon alles probiert? Brotaufstrich. Oh Mann, das hört sich jetzt blöd an, einen Fisch zum Brotaufstrich machen. Total, Frikadelle ist ja, hört sich ja ganz normal an, immer eine Fischfrikadelle. Was ist der Unterschied zum Brotaufstrich? Auf jeden Fall, diese Fische brauchen wir, weil die helfen uns bei dieser Gemüsezucht.
Und es ist unglaublich, wie viel Fisch man eigentlich damit züchten kann. Wir reden hier wirklich von Tonnen, die wir nachher haben. Und da könnten wir jetzt eine ganze Gemeinde damit, nur mit so einem Fisch wirklich ernähren. In Afrika wäre zum Beispiel möglich. Das heißt, man könnte in Afrika Hilfe zur Selbsthilfe, nennt sich das, so eine Anlage aufbauen, dass die Leute wirklich in dem Dorf in Afrika genug Fische haben, sich zu ernähren, genug Gemüse haben, sich zu ernähren und so viel produzieren, dass sie sogar das auf dem Markt anbieten können. Stromkosten für Beleuchtung und Pumpen sind auch in Entwicklungsländern nicht zu vernachlässigen. Aber guck mal, jetzt in vielen Entwicklungsländern ist es ja auch sehr warm, ne? Das heißt, da kann man auch wieder extrem von der Sonne profitieren. Und wie die Sally schon erklärt hat, diese Fische, die hier drin jetzt leben, die machen Ausscheidungen. Und diese Ausscheidungen werden dann mit Pumpen durch diese HT-Rohre. Diese HT-Rohre bekommt man eigentlich überall im Baumarkt. Deswegen diese Anlage so einfach gemacht, dass man sie überall in Afrika, in der Türkei, in Indonesien, in Kenia, überall aufbauen. Aber das würde mich jetzt mal interessieren. Ich habe jetzt zu Hause ein großes Aquarium. Da wird auch viel Nährstoffe und so weiter drin sein, auch durch die Fische und so weiter und so fort. Klar, wenn man noch größere Fische reinpackt, dann sind da auch noch mehr Ausscheidungen und so weiter und so fort. Könnte ich jetzt, wenn ich das irgendwie über ein Pumpensystem so geregelt bekommen würde, auch quasi so ein HT-Rohr, einfach ganz plump gedacht, vors Aquarium spannen und dann so einen Zulauf und Ablauf machen, sodass es quasi gefüllt wird auch mit Aquariumwasser und dann bohre ich da oben Löcher rein und dann stelle ich da Pflanzen rein, also Basilikum und so, und das reicht, also da muss keine Erde mehr mit dazu kommen, das kann ich einfach so irgendwie so befestigen, dass nur die Wurzeln unten im Wasser hängen und dann wachsen die, oder wie? Das reicht? So, das Wasser, das schmutzige Wasser oder die Ausscheidungen von diesen Fischen wird jetzt hier durch diesen Filterturm, sage ich es mal so, Peter, wenn ich es richtig sage, genau, das nennt sich Nitrifizierung, nennt sich das. Genau. Und jetzt fließt das ganze Wasser aus diesem Fischbecken hier rein und hier wird dann dieses Ammoniak. Wo ist jetzt das 2.0? Ja, wir warten mal ab. Vielleicht kommt noch, das wird jetzt gleich schon kommen, der Punkt, schätze ich mal. Jetzt kommt wieder Nitrifikationskette, kennen wir, aus Ammonium, Nitrit, Nitrat. Wird umgewandelt in Nitrat. Nitrat ist genau das, was die Pflanzen für den Wachstum brauchen. Und ihr seht, wie einfach diese Anlage eigentlich ist. Das sind so Kisten aus dem Baumarkt. Und da drin befindet sich so ein ganzes Tongranulat. Echt krass eigentlich. Das nitrathaltige Wasser fließt dann durch diese HT-Rohre unter den Pflanzen durch. Und die Pflanzen nehmen sich einfach diese Nährstoffe und fangen an zu wachsen. Richtig, Peter? So kann man es verkürzt sagen, ja. Genau. Und jetzt... Könnte auch der Peter erklären, wenn das sowieso der Fachmann ist, ne? Aber vielleicht spricht der Peter auch nicht so gern vor der Kamera. Kommt eigentlich das Besondere. Normalerweise bei einer Aquakultur oder einer Hydrokultur arbeitet man ohne Erde. Richtig. So. Aber wir haben uns den Spaß gemacht. Und zwar, wir lassen die Pflanzen trotzdem in der Erde drin. So sieht es aus. Jetzt kommt die große Frage, warum? Weil da hatten wir genau ja eben auch drüber gesprochen. Und hier ist ein Granulat drin und Erde drin. Und das ist der Unterschied zwischen einer reinen Hydrokultur, wie wir es jetzt momentan haben, oder genau, zu einer reinen Aquaponikkultur, wie es normalerweise ist. Das heißt, das ist jetzt das 2.0? Aquaponik wird eigentlich erdfrei angebaut und wir machen das mit Erde. Aber warum? Genau. Und diese Erde haben wir übrigens selber produziert. Das ist wirklich unser Gemüse, was wir auf den Kompost geworfen haben, was dann zur Erde geworden ist. Das heißt, es ist eigentlich ein komplett geschlossener Kreislauf, den wir hier verwenden. Und was wir nicht machen, auch das ist ganz, ganz wichtig zu erwähnen, wir nehmen unseren deutschen Landwirten oder unseren österreichischen Landwirten, nehmen wir nichts weg, weil wir zu einer Zeit produzieren, wo die in Deutschland und Österreich gar nicht produzieren könnten. Das heißt, Sachen, die wir zum Beispiel aus dem Ausland von weiters weg importieren müssten, können wir regional überall im Dorf, in der Stadt, neben dem Supermarkt anpflanzen und anbauen. Am besten eignet sich übrigens dafür Blattgemüse natürlich. Er hat jetzt nicht erklärt, warum jetzt die Erde, weil er meinte, normales Aquaponik ist ohne Erde, die machen es mit, aber er hat noch nicht gesagt, warum Erde besser ist, ne? Ihr seht da hinten zum Beispiel unsere Tomaten. Wenn jetzt das ein Gärtner sehen würde, würde jetzt die Hände vorm Gesicht zusammenschlagen. Und zwar müssen wir die schon längst mal ausgeizen. Aber was machen wir? Wir geizen nicht aus, wir reizen es aus. Und zwar bis zur Unerkenntlichkeit. Wir lassen alles wachsen, gucken, was funktioniert. Was für Krankheiten kommen. Und das sehen wir wirklich schon an den Blättern, kann man schon oft mal sehen. Ja. Ist hier ein Mangel an Nährstoffen oder nicht? Warum entsteht dieser Mangel? Haben wir zu wenig Fische? Haben wir zu viel Fische? Haben wir zu viel Nährstoffe? Haben wir zu wenig Nährstoffe? Also die Tomate soll jetzt quasi die Indizpflanze sozusagen dafür sein. Stimmt was mit der Erde nicht? Stimmt was mit den Pumpen nicht? Das sieht man wirklich, wenn man mal über die Pflanzen drüber schaut. Du bist ja eigentlich sowas wie der Pferdeflüsterer, habe ich richtig? Nur der Pflanzenflüsterer. So, und ich kenne mich da inzwischen auch richtig aus. Ich bin schon ein richtiger Crack. Man kann schon sagen, ich habe zwei grüne Daumen und du hast eine grüne Hand. Sozusagen. Und eine Flosse. Und eine Flosse. Ach, eine Flosse hast du auch schon. Stimmt, genau. Und wenn wir es schaffen,
diese Anlage in groß zu bauen. Und zwar groß heißt riesengroß. Und zwar wirklich die größte Aquaponik-Anlage Deutschlands. Und zwar nicht nur Deutschlands, sondern europaweit in Helmstadt-Bargen. Hier haben wir ungefähr 80 Quadratmeter. Mit diesen 80 Quadratmeter, so wie wir es mit Peter zusammen aufgebaut haben, könnten wir eine 15-köpfige Familie in Afrika komplett das ganze Jahr wirklich ernähren. Und diese Familie könnte diese Produkte auch auf dem Markt anbieten. Ernähren und die könnte die Produkte auf dem Markt anbieten. Wie ist das jetzt gemeint? Also die 15-köpfige Familie ernährt sich nicht nur von den Produkten, sondern verkauft die auch noch und hat dann damit Geld, wovon sie auch noch andere Produkte kaufen können. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen viel Info auf einmal und ihr könnt euch vielleicht... Ja, ich möchte immer noch wissen, warum jetzt Aquaponik 2.0, weil dass da jetzt Erde mit drin ist. Das ist mir jetzt nicht schlüssig, was da jetzt so besser, was wo da jetzt der Vorteil drin sein soll. Gar nicht so richtig vorstellen, was Peter, Murat und ich euch erklären wollten. Im Prinzip entsteht hier gerade unsere Testanlage und die steht jetzt auch schon seit längerem. Und mit Peter zusammen entwickeln wir gerade das System und machen einfach eine Probe. Das heißt, was wächst gut, was kann man super ernten, was schmeckt besonders gut. Und wir möchten einfach Obst und Gemüse anpflanzen und ernten und daraus zum Beispiel auch andere Lebensmittel herstellen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Basilikum anpflanzen, kann man daraus ein super tolles Pesto machen. Dann zum Beispiel auch, und da kommt es wirklich auf den Handel auch drauf an, muss man sagen, im Supermarkt zum Beispiel anbieten. Denn wir brauchen im Prinzip ja auch einen Partner, der uns da unterstützt, muss man sagen. Das heißt, der Handel muss bereit sein, die Ware dann auch anzunehmen, damit sie eben auch an alle kommen kann. Und das ist ja mehr als Bio. Also wir verwenden ja auch keine Pestizide, wir tun ja nicht düngen. Wir haben auch keine Traktoren, die die Sachen ernten. Ja, ja, aber Moment mal. Also nur weil das in einem Gewächshaus ist, heißt das doch nicht, dass es keine Schädlinge oder sowas gibt, oder? Ein Gewächshaus ist doch nicht zu 100% von Schädlingen befreit. Das heißt natürlich auch wieder nicht, dass man mit Pestiziden arbeiten muss. Da gibt es ja auch noch so biologische Lösungen und so weiter, dass wenn man jetzt bestimmte Insekten hat, die jetzt da die einzelnen Pflanzen angreifen, dass man andere Insekten einsetzt, die dann wieder die anderen Insekten bekämpfen und so weiter und so fort. Aber das hat jetzt für mich damit jetzt noch nichts zu tun, dass man keine Pestizide einsetzt. Also das Konzept hat, ist jetzt für mich dann noch keine Lösung, oder? Sehe ich das falsch? In industriellen Gewächshäusern wird schon lange nicht mehr auf Erde angebaut. Mich würde echt interessieren, warum die wieder auf Erde zurückgreifen. Ja, das wäre jetzt auch mal interessant gewesen, weil die haben ja gesagt, das ist das, was es ausmacht, aber haben nicht erklärt, warum. Es ist wirklich, das wird gepflückt, das ist eine geniale Geschichte. Wir nehmen keinem Bauern etwas weg. Wie oft die schon gesagt haben, bin ich mir gerade unsicher, ob die vielleicht doch Bauern was wegnehmen. So oft, wie sie das sagen, klingt das so, als würden sie gerade komplett Bauern ausbeuten. Auf, wenn es zum Beispiel gerade Saison von Spinat ist in Deutschland, dann produzieren wir keinen Spinat, dann produzieren wir etwas anderes. Und wenn es im Winter keinen Spinat mehr gibt, dann produzieren wir Spinat. Wenn es im Winter keine Erdbeeren mehr gibt aus der Region, dann produzieren wir Erdbeeren. Aber da ist ja auch wieder das Ding. Wenn Sie Erdbeeren produzieren, wo eigentlich keine Erdbeeren wachsen, würde das ja bedeuten, die müssten irgendwie für das Licht sorgen. Weil es gibt ja einen Grund, warum die Erdbeeren nicht wachsen. Das ist, weil die Wärme und weil das Licht hauptsächlich fehlt, so als großes Ganzes. Das heißt, die müssen für diese Wärme sorgen, also die müssen das irgendwie ja beheizen. Oder hatte ich da jetzt irgendwas wieder, habe ich ja irgendwas übersehen? Das muss ja trotzdem dann irgendwie warm sein, also irgendwie beheizt werden. Und das Licht muss ja auch irgendwo herkommen. Dann kann man wieder gucken, ne, erneuerbare Energien, Solar und so weiter und so fort. Da müsste man ja ziemlich viele Batterien haben. Ich bin kein Profi, ich versuche gerade einfach nur so selber mal drüber nachzudenken, weil im Winter ist ja wenig Sonne da, welches über Solarzellen dann Energie erzeugt. Moment, das war kein Satz. Also es ist wenig Sonne da, womit Solarzellen Energie erzeugen können, um dann daraus Strom zu machen, also ne, woraus dann Licht entsteht. Irgendwo muss dieser Strom ja wieder herkommen. Jetzt wäre die Frage aus, man kann ja auch einfach Ökostrom nehmen, aber da wird schon ziemlich viel Strom für gebraucht, ne? Schätze ich mal, um der Sonne nahe zu kommen. Wenn die Leute 365 Tage lange Erdbeeren haben können, statt nur zur Saisonzeit, verkaufen die Bauern zur Saisonzeit weniger und schwupp, wird den Bauern was weggenommen. Gibt es nicht sowieso ganz Jahres alles gefühlt im Supermarkt, nur das kommt dann halt aus den fernen Ländern, also so Blaubeeren oder so, die kommen halt irgendwie das ganze Jahr dann halt aus Chile und so. Also das gibt's doch eh schon, oder? Also wird nicht im Supermarkt das eh alles schon angeboten, nur dann halt aus fernen Ländern anstatt aus deutscher Zucht sozusagen. Nennt man das so? Ist ja auch egal, ihr wisst doch, was ich meine. Nur, ich weiß ja nicht, wie das mit der Energie dann ist, ne? Eigentlich stellen sie ein normales Aquaponik-Gewächshaus vor und sagen, wir haben hier noch Becher mit Erde drin. Warum sagen wir nicht?
Das ist so ein bisschen das Ding. Es wurde, also mal gucken, das Video ist noch nicht zu Ende, aber es wurde groß angeteasert. Wir haben hier die Lösung und so und wir haben was richtig Krasses, was andere nicht haben. So, da wurde dieses, das, was ich am Anfang meinte, so brutalst verkauft. Und ich will hier keinem irgendwas unterstellen oder so. Ich erkläre euch einfach nur meine Gedanken, was ich so mitnehme, wenn ich mir sowas anschaue. Und jetzt gerade wurde gesagt, okay, das Krasse ist anscheinend, dass da noch Erde drin ist und es wurde nicht mehr erklärt genau, warum. Das heißt, es ist einfach eine ganz normale Aquaponikanlage, die nicht erfunden haben, sondern die es schon immer gab. Nur die haben noch Erde mit dazu gepackt, ohne zu begründen, warum. Jetzt die Frage, was ist denn jetzt das revolutionäre Neue, was die gerade, ne? Es wirkt halt jetzt gerade so, als hätten die es erfunden. Und wenn es jetzt dabei bleibt, dann ist das natürlich echt ein Marketing-Move so, der natürlich auch schon schlau gewählt ist und bei vielen so hängen bleibt, die es nicht so kritisch hinterfragen, aber vielleicht kommt auch noch irgendwas. Und man kann eben auch Dinge, die bei uns gar nicht so wachsen oder auch nicht angepflanzt werden, eben auch direkt aus der Region bekommen. Das heißt Ingwerwurzel, Kurkuma, man kann ganz tolle Gewürzmischungen machen. Aber es geht nicht mal mehr nur um das Gemüse, sondern man kann nämlich auch den Fisch verarbeiten und so dazu beitragen, dass eben nämlich das komplette System sozusagen verwertet wird. Und ich zeige euch jetzt mal ein paar Dinge, also die man mit dem Fisch machen kann. Ganz krass. Betriebsgeheimnisse. Schade, dass ihr jetzt nicht probieren könnt. Ah, was mit dem Ton? Und zwar mit einem Freund von uns zusammen, der selber Fischwirt ist und auch mit Fisch handelt. Mit dem haben wir aus unserem Fisch Produkte gemacht. Und die Produkte sind so wahnsinnig, dass du denn nicht mehr den Unterschied erkennst, ob da jetzt Fisch oder jetzt im Normalfall, wären es ja Schweinefleisch, ob Schwein drin ist. Das heißt, wir haben hier schon Produkte und wir würden gerne jemand etwas probieren lassen. Leider kann der Güni jetzt gerade nicht, weil er auf der Baustelle ist. Und jetzt haben wir uns einfach Max geschnappt. Max macht eine Ausbildung. Der arme Max. Bei uns und er darf sich einfach nicht beschweren. So, und das Coole ist, Max kommt aus... Wir hätten gerne Güni gehabt, aber der arbeitet gerade ja... Ja, Max, der macht du. Aus Herzogenaurach. Das ist im Bayerischen. Und was isst man in Bayern am liebsten? Leberkäse-Semmeln. Das ist so, ob du willst oder nicht. Und jetzt will man einen echten Bayer mal fragen, wie schmeckt unsere Leberkäse-Semmel aus Fisch? Und pass auf, das ist jetzt auch nicht gefaked. Er hat davor echt noch nicht probiert. Und Max, mir wäre es trotzdem extrem wichtig, weil Max, wir können die Rezeptur wirklich noch verändern. Okay. Bitte probiert es. Und ich habe dir jetzt leider gesagt, dass es aus Fisch ist. Jetzt probier es mal wirklich. Also letzte Woche hatten wir es da und haben es probieren lassen und haben es keinem gesagt. Und da ist es niemandem aufgefallen. Nein, da ist keinem aufgefallen. Aber no pressure, no pressure. Also du könntest jetzt deine Meinung sagen, aber also bis jetzt ist nie jemand aufgefallen. Max, jetzt tun. Weißt du, ich komme mir gerade selber blöd vor, weil die Zuschauer denken, dass es vielleicht, dass es gefaked ist. Das ist doch kein Fisch. Doch, es ist ohne Spaß, das ist Fisch. Ja. Probier noch mal bitte. Probier noch mal bitte. Also. Jetzt stell dir mal vor, in Afrika bauen sie unsere Anlage auf, die wir entwickelt haben. Und jetzt können sie ein ganzes Dorf mit Fisch und Fleisch und halt mit Fisch wirklich ernähren, Produkte daraus machen. Also, er sagt wieder, wir haben das entwickelt. Ne? Das bedeutet, glaube ich, er, jetzt abseits mal von der Erde, aber er sagt, mit diesen Rohren und diesen Plastikbechern und diesem Filter aus den Plastik... Kisten. Ich glaube, das will er als etwas Revolutionäres verkaufen. Oder meint, ich kenne mich damit nicht aus. Ich weiß nicht, ob man das immer so macht oder nicht. Aber ich glaube, er will noch viel mehr darauf hinaus, dass das ganze System auch in Entwicklungsländern umsetzbar ist, weil es nur aus günstigen Materialien besteht. Jetzt Max, die Würstchen, weißt du, wie die heißen? Mhm. Weißt du, wie diese heißen? Cannabossi. Cannabassi. Wie? Cabanossi. Cabanossi. Herr Murat ist manchmal so ein kleiner Cringe-Lord, ne? Mein Gott, hey. So. Cabanossi. Wenn wir das Produkt machen, dann nennen wir es ganz anders, okay? Cabanossi, okay? Ja, jetzt probier mal die Wurst, bitte. Jetzt ohne Spaß, probier's mal. Natürlich weiß ich nicht, wie Cabanossi schmeckt, aber wenn Cabanossi so schmeckt, dann schmeckt es echt lecker, ohne Spaß. Das heißt bei uns Pfefferbeißer. Das ist ein Pfefferbeißer. Ich habe einen Pfefferbeißer gemacht. Ja, also das ist jetzt nur eine kleine Auswahl an Dingen, die uns so im Kopf herumschweben. Man kann natürlich viel mehr machen. Aufstriche, Fruchtaufstriche, Brotaufstriche, Gemüsedips, Frikadellen. Also es gibt wirklich eine große Range an Dingen, die wir in unserem Kopf haben, die wir jetzt demnächst alle umsetzen werden. Aber ich würde sagen, ich kann mich viel besser von Sally überzeugen lassen. Ich merke das bei mir so krank die ganze Zeit, weil ich merke bei Murat die ganze diesen verkäuferischen Hintergedanken und so. Der hypt sich selber und wir sind die Krassen und wir haben das erfunden und wir können die Welt retten und wir können Afrika wieder Essen beschaffen und wegen uns muss keiner mehr hungern und so. Und Sally macht das so ganz
nüchtern, also nicht ganz nüchtern, aber die, ja doch, verhältnismäßig. Also da merkt man nicht so krass diesen Hintergedanken. Sie kann es so gut, also ob sie das jetzt selber glaubt oder ob sie einfach talentiert darin ist, das zu verkaufen, aber sie kann das so viel besser. Also ich finde, wenn sie jetzt alleine da gewesen wäre, hätte ich so einen ganz anderen Vibe bei dem Video gehabt. Jetzt nichts gegen Murat, ich kenne ihn auch alle nicht persönlich und so. Aber man merkt bei ihm so krank dieses Verkäuferding dahinter. Wir springen jetzt wieder zurück zum Peter. Ja, aber vielleicht lassen sich auch viele von ihm mehr überzeugen. Das ist ja mein persönliches Ding. Sie kommt bei mir besser rüber, also so von dem, wie sie es verkauft. Aber es gibt vielleicht auch andere, die sich von Murat mehr überzeugen lassen. Weiß ich nicht, kann ich ja nicht beurteilen. Ich muss noch was sagen. Im Lebensmittelhandel ist ja so, man sucht dauernd neue Dinge. Die letzten Jahre waren es Bio. Kurz, Moment, vielleicht habe ich den einen oder anderen noch nicht überzeugt. Pass mal auf, also folgendermaßen, Murat hat wieder nochmal eine These. Wie ist es nochmal? Warte, eine Sache muss ich nur sagen. Im Lebensmittelhandel ist ja so, man sucht dauernd neue Dinge. Die letzten Jahre waren es Bio, vegan. Und glaub mir, das ist die Zukunft Aquaponik, das heißt... Er drückt es einem zu sehr auf und das macht Sally nicht. Sally sagt einfach, wir machen das so, weil... Und wir glauben das und das. Und er sagt, Moment. Ihr braucht euch gar keine Meinung bilden, weil ich kann euch genau sagen, was jetzt eure Meinung sein wird. Geringerer Wasserverbrauch, weniger Fläche, die man braucht zum Anbauen. Und man kann solche Produkte regional machen. Also wir haben hier keine Massentierhaltung. Wir brauchen das Schwein nicht mehr. Ja, aber was ist das jetzt mit den Welsen? Ist das jetzt nicht auch Massentierhaltung? So? Schön wäre es, wenn diese Produkte natürlich im Handel gelistet werden. Und wäre eine tolle Geschichte. Ja. Sie hat so eine Ruhe. Jetzt gehen wir wieder zum Peter. Sie hat so eine Ruhe, man denkt, sie will das Beste für einen. True. Sie hat so eine innere Ruhe, ne? Sie hat sowieso so eine gute Hausfrau. Oh Gottes Willen, das Wort darf man überhaupt gar nicht sagen, ne? Aber ihr wisst, was ich das meine. Das, was man ursprünglich mal als Hausfrau 2021, beruhig dich wieder, Izzy. Beruhig dich. Was hast du da gerade gesagt? Wo kam das her? Scheiße. Genau. Und lass uns das alles revolutionieren. Hier sehen wir natürlich verschiedene Salatsorten, die wir angepflanzt haben. Hier haben wir Indigensalat, hier haben wir einen Kopfsalat. Hier haben wir ein Lollo Rosso. Das hört sich ein wie ein Hauptdarsteller mit einem Schmuddelfilm. Ist aber ein ganz, ganz wie bitte was? Salat. Lollo Rosso hört sich an wie ein Hauptdarsteller in einem Schmuddelfilm. ist aber ein ganz, ganz toller Salat. Und man kann verschiedene Dinge, wirklich Blattgemüse, komplett das ganze Jahr über anbauen. Aber Hausfrau brauche ich gar nicht. Ob Hausfrau oder Hausmann. Ja, okay. Stimmt. Sorry, das ist halt das Ding. Manchmal weiß ich immer nicht so richtig, ob selbst ich jetzt da nicht schon zu weit gehe. Haus, Frau und Frauen und diverse Hausmenschen. Peter, du hast ja hier jetzt gerade Salate drin. Du hattest ja auch schon Rucola und alles, ne? Wenn man ja. Im Prinzip schon ganz viele verschiedene Pflanzen und Gemüsesorten genau. Durch. Was mich jetzt oder vielleicht die Zuschauer jetzt eher interessieren wird, wie lange hatte zum Beispiel der Basilikum davor? Auch so geil, dass sie sagt, was mich jetzt oder vielleicht eher die Zuschauer, weil sie weiß ja, ich weiß es eigentlich schon, aber für die Zuschauer, das wirkt so viel, ich will überhaupt nicht jetzt dieses, es geht ja eigentlich um die Sache an sich und nicht, wie man Sachen verkauft und so, aber ich finde das super interessant. Sie wirkt viel authentischer, also sie wirkt so transparenter. Das ist, glaube ich, eher so das Ding, ne? Sie sagt so, ja, was mich an dem Moment mal, ich weiß es ja schon, aber was die Zuschauer interessieren könnte und so. Ja. Da vorne gebraucht, bis das so weit gewachsen ist. Hausbewirtschaftende, ja, könnte auch sagen. ManagerInnen des täglichen Lebens mit Reinigungsfortbildung. Der Basilikum geht relativ schnell, aber ich würde jetzt lügen, wenn ich genau die Tage sagen würde, wie viel es war. Müsste ich nachschauen, weiß ja. Jetzt auswendig okay. Nicht. Aber er geht schneller wie im Freiland. Ja, wenn man sowas zum Beispiel in Afrika machen würde, dann bräuchten wir zum Beispiel keine Beleuchtung mehr. Weil Pflanzen brauchen ja wirklich Licht zum Wachsen. In Deutschland brauchen wir das. In Afrika wäre das gar nicht nötig. Richtig, Peter? Wir haben jetzt Anfang November und da geht ohne Licht bei bestimmten Pflanzen eben nichts mehr. Und Afrika, die haben lange Tage, die brauchen ein zusätzliches genau. Licht. Die könnten das sogar ohne Ding machen, ohne so ein Zelt zu machen, sondern wirklich auf dem freien Himmel, vielleicht nur mit dem Schattennetz, genau. Das wäre auch alles möglich. Und es gibt unglaublich viele... Und sie fragt und stellt etwas nicht fest. ...Dinge, die man mit der Aquaponik nachher machen könnte. Und und wir probieren einfach aus und gucken, was noch alles möglich ist. Schnittlauch haben wir auch schon gegessen, richtig lecker. Zwar nicht aus Aquaponik, aber wir haben Schnittlauch gegessen heute früh. War aus dem Aldi, ja gut. Nein, Quatsch. Ich probiere schon auch gerade Dinge aus, die Exotisches. Hier eigentlich nicht wachsen. Ja, genau. Ingwer und Kurkuma. Ne? Ja, da sind wir gerade an einem Versuch. Okay. Der ist super sympathisch, der Peter. Warte mal, er hieß Peter, ne? Und stell dir mal vor, jede Ortschaft in Deutschland hätte eine... Ich bin so schlecht mit Namen. ...eine Aquaponikanlage. Jetzt stellt euch mal vor, jeder wäre so fortschrittlich wie wir. Das heißt wiederum, weniger CO2-Ausstoß. Das heißt, die Dinger werden nicht mehr in der Gegend rumgefahren. Es kommen keine LKWs mehr aus Spanien oder aus Italien. Und weniger Lebensmittelverschwendung, weil alles ganz frisch auf den Tisch kommt. Genau. Länger genau. Optimale Community.
Konzept. Man kann auch regional kaufen ohne Aquaponik. Sehr gut. Das sind diese wichtigen Dinge. Ne? Man denkt jetzt, man bekommt immer das Gefühl vermittelt, boah, das ist viel besser als alles andere. Aber man kann auch einfach regional beim Bauern kaufen, theoretisch, ne? Aber da weiß ich jetzt, da kenne ich keine CO2-Bilanzen, Nachhaltigkeitsbilanzen oder sonstiges, wie das jetzt ist mit, ich meine, guten Bauer, der düngt mit so zum Beispiel Kuhmist und so, ne? Das wird ja auch bei ihm selber sozusagen produziert, wenn man jetzt Kühe hat und dann damit das Feld zu düngen. Der braucht Wasser, gut, Wasser brauchen die ja auch. Wasser versickert da im Boden, wobei es wird durch Regen, da wird ja Regenwasser genutzt. Kann natürlich bei den Fischen jetzt, denke ich mal, auch wieder irgendwie genutzt werden, so. Was da jetzt nach, da muss natürlich mit Traktoren gefahren werden. Da wird ja auch nicht alles mit Hand gezupft. Es sei denn, es ist natürlich, es gibt bestimmt auch irgendwas, wo von Hand geerntet wird und so. Ich weiß es nicht, da kann ich nichts zu sagen. Also ihr seht, hier wird noch fleißig getestet, es wird angepflanzt. Und hier am Ende der Kette sozusagen kommt ja auch dann wieder das saubere Wasser zurück zu den Fischen. Und das Ganze beginnt von vorne, also nichts wird verschwendet. Und was wir hier in Kleinformat machen, beginnt jetzt bald in Helmstadt-Bargen im Großformat. Und da fahren wir jetzt mal zusammen hin. Jetzt sind wir hier in Helmstadt-Bargen, das ist ungefähr eine halbe Stunde von uns entfernt. Ja, hast du dich jetzt größer gemacht. Hast du einen Tritt benutzt? Nein, ich sitze im Loch. So, und die Gemeinde Helmstadt-Bargen hat uns die Möglichkeit gegeben, diese Anlage hier aufzubauen. Ja, deswegen haben wir es auch nicht in Waghäusel gemacht, da gab es halt irgendwie keine Fläche mehr. Und jetzt ja. Hier in Helmstadt. Schade für Waghäusel natürlich. Ja, ist echt schade, ja. Muss man schon dazu sagen. Und hier in Helmstadt haben wir jetzt die Fläche bekommen und dürfen unsere Aquaponik-Anlage aufbauen. Momentan ist das Ganze noch beim Bauantrag, also der Bauantrag wird jetzt gerade gestellt. Also so soll das Ganze ja in Zukunft dann aussehen, gezeichnet ist es schon und geplant. Und dann, denke ich, kann es in wenigen Wochen, Monaten losgehen. Ja, bis Mitte, Ende nächsten Jahres soll die Anlage stehen. Wir entwickeln halt jetzt so lange die Produkte. Reden mit verschiedenen Lebensmittelhändlern, das heißt, wir werden mit allen in Gesprächen kommen. Wäre natürlich cool, wenn dann die Lebensmittel eben auch in den Lebensmittelhandel kommen. Genau. Muss man dazu sagen, ja. Schon mal kurze Promo gemacht, falls das irgendwer sieht, der in dem Bereich arbeitet für Lebensmittelhandel und so, schon mal so. Also wir planen hier was, also das wäre schon schön, wenn das irgendwo auch im Einzelhandel landen würde. Aber das kann man ja keinem vorwerfen, das ist einfach nur ein vernünftiger und richtiger und guter Business-Move natürlich, schon mal anzuklopfen, zu sagen, wir planen ja was, wenn ihr dabei sein wollt, dann sagt Bescheid, ne? Ist ja, kann ich absolut verstehen. Wo alle in Deutschland sein könnte, das heißt, ist ja nur schlau. Wir könnten es schaffen, Lebensmittel bei uns in der Heimat herzustellen und immer regional, das ganze Jahr über. Damit die Tomaten eben nicht mehr aus Spanien kommen müssen oder aus Holland oder aus anderen Ländern, sondern wirklich direkt vor Ort. Jetzt bin ich gespannt, ob Murat einmal noch mal kurz Afrika erwähnt. Und das ist jetzt erst nur der Anfang der Reise. Das heißt, ihr könnt uns gerne weiterhin begleiten. Und sobald es neue Infos und Updates gibt, werden wir euch darüber berichten. Ja, und mit dem Peter werden wir dann gucken, was wir noch im Ausland erreichen können. Ja. Und anderen vielleicht helfen könnten, das genauso zu machen. Ja, damit es überall auf der Welt regionale Lebensmittel gibt. Und auf dem Weg da werden wir noch viele Sachen neu erfinden. Auf jeden Fall. Ja. Also, bis zum nächsten Bleib Mal. Bleibt dran. Ciao. Wir sind knapp an Afrika vorbeigeschraubt, aber es war, er will nur helfen. Ja, schönes Werbevideo. Leider wurde sich für mich, für meinen Geschmack, ein bisschen zu sehr wiederholt. Und leider wirkt das immer zu so, aber das muss man ja auch ausschalten können. Für mich wirkt das immer so sehr einfach nur nach reinem Business-Move und nicht so gut verkauft, wie es hätte sein können. Weil es ist ja eine gute Sache, ist ja eine gute Sache, ist ja cool. Also für mich wirkt so cool. Klar, man muss noch ein bisschen an die Fische denken. Ob die das jetzt so mega geil finden, bei der ganzen Sache mitzumachen, kann man den halt nicht fragen. Da müssen sie dann halt dementsprechend durch. Aber trotzdem, ist eine coole Sache. Ich kann deren Sicht total nachvollziehen. Also das macht bestimmt richtig Spaß, was sie sich da so aufbauen oder aufbauen. Lassen wäre falsch. Die planen, die stecken dahinter und so weiter. Die stecken da schon viel, viel rein. Haben natürlich einen Profi an ihrer Seite, was absolut auch der richtige Weg da ist und so. Ich finde ich richtig cool, was die da machen. Finde ich nice. Bin gespannt. Vielleicht verfolge ich das mal ein bisschen. Ich kenne mich halt mit CO2-Bilanzen und Co. nicht aus. Wie nachhaltig ist das und braucht man das und reicht es auch mit regional und dies und das und jenes oder wird es nur unsere hohen Ansprüchen gerecht, im ganzen Jahr, wie auch immer, mit verschiedenen Lebensmitteln sich ausrüsten zu können. Ich habe eine scheiß Satzstellung hier heute mal wieder. Naja, trotzdem war es sehr interessant, auch wenn es sehr werblich gewirkt hat. Ich fand es auf jeden Fall cool, mir anzuschauen, generell ein bisschen mehr darüber zu erfahren. So, Grüße gehen raus an die zwei.